Hallo, liebe Pfeifenfreunde. Ich möchte euch heute eine neue Pfeife vorstellen. Es war ein mehr als großzügiges Geschenk. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und zwar handelt es sich um eine Serie Copo. Die ist in diesem schönen Karton bei mir angekommen. Ich zeige euch die mal. Das ist eine sehr große Pfeife. Darum heißt sie wahrscheinlich auch Maxima. Ich lese euch mal vor, was alles auf der Pfeife gemerkt ist. Unten steht Maxima drauf. Hier unten. Dann Seria Copo, Fatta a mano, also handgemacht auf Italienisch. Und auf der rechten Seite steht noch Per aspera ad astra. Ich kann kein Latein und kein Italienisch. Ich weiß also nicht, was das heißt. Ich zeige euch die Pfeife mal. Sehr viel Holz. Eine schöne Maserung, sogenannte Straight Grain, glaube ich, nennt sich das. Hier außen und hier oben sieht man schöne Bird Eyes. Man sieht also sehr, sehr viel Holz. Ich habe die Pfeife jetzt zweimal geraucht, hat wunderbare Raucheigenschaften, also hat sich schön durchrauchen lassen. Ist auch sehr angenehm warm geworden in der Hand, also nicht heiß, aber dieses Holzvolumen hat eine schöne Wärme bekommen. Jetzt noch eine Frage zum Einrauchen. Wie gesagt, ich habe es jetzt zweimal geraucht, einmal mit dem McBaron Mixture Scottish Blend, ist relativ naturbelassen. Ich wollte die Pfeife jetzt nicht mit einem Aromaten oder mit irgendeinem Latakia rauchen. Ich möchte die also schon für irgendwelche Virginia-Tabake oder Burleys vorbehalten, also nicht aromatisierte Tabake. Und den zweiten Tabak, den ich geraucht habe, das ist eine Probepackung. Da habe ich mir eine englische Box geschenkt bekommen mit 4 Tabaken drin. Und das war der einzige, der jetzt nicht mit Latakia war. Das ist ein Red Virginia-Tabak. Der hat sich auch wunderbar rauchen lassen, der ist ziemlich fein geschnitten, der Tabak. Es ist sehr gut abgebrannt. Jetzt meine Frage noch an euch. Kann mir jemand Tabake vorschlagen, naturnahe, die sehr gut geeignet sind, um eine Pfeife einzurauchen? Das heißt, dass sie die sauber abbrennen, sauber durchbrennen von oben bis unten und sich problemlos rauchen lassen. Gibt es da irgendwelche Tabake, die speziell zum Einrauchen geeignet sind? In der Richtung. Also ich habe mich sehr über die Pfeife gefreut. Ja, es war also wirklich ein schönes Geschenk, das ich da bekommen habe. Da freut man sich gleich noch mehr. Liegt gut in der Hand. Ein gutes Rauch- und Zugverhalten. Also alles, was man sich von der Pfeife wünscht, würde ich sagen, hat diese Pfeife. Ich liebe italienische Pfeifen. Ascolti zum Beispiel auch. Und sonst, was gibt es sonst Neues? Heute war wieder Flohmarkttag, Samstag. Ein paar Sachen gekauft. Heute war Cowboy-Tag. Ein Original Cowboy-Hut made in USA. 2 Euro muss man mitnehmen, oder? Boss Hoss. Und passend dazu von einem anderen Verkäufer schöne Cowboy Boots, Biker Boots. Ich mag diese nicht so spitzen, die sind noch wie neu. Für 10 Euro, da kostet es Besohlen mehr, wenn ich mal welche besohlen lasse. Und was noch? Eine schöne Lederjacke. Für 8 Euro. Also Lederjacken kann man nicht genug haben. Ich bin ein bisschen Lederjackenfetischist, da habe ich schon eine ganz schöne beachtliche Sammlung. Außerdem hätte ich noch einen schönen geschnitzten Pfeifenzwerg gesehen oder irgend sowas. Also einen Pfeifenrauchenden. Es geht in Richtung Kitsch, aber der war mir dann zu teuer, den habe ich nicht genommen. Gut, das war's. Ich hoffe, dass ich ein paar Antworten bekomme für einen guten Tabak. Virginia in die Richtung, der sauber schön abbrennt und leicht erhältlich ist.
mit dem man Pfeife schön einrauchen kann. Gut, das war's. Audi.